Die Matthäus-Passion von Johannes Herold ist das älteste erhaltene und in Druck erschienene Musikwerk Kärntens. Diese Historia nach dem Evangelisten Matthäus entstand 1594. Michael Baumgarten ist der Leiter des Ensembles Triagonale. Die 6 Sängerinnen und Sänger haben dieses wichtige Werk einstudiert und auf CD herausgebracht. Heute wird es in Villach und morgen in Friesach aufgeführt. Wie kommt man überhaupt zu dieser musikwissenschaftlichen Besonderheit? Dieses Werk wurde mir zugetragen von 2 ganz lieben Freunden, von der Musiker Claudi Forensis aus Klagenfurt. Die haben mir das in die Hand gegeben und haben gesagt, bitte Michael, mach was draus. Und es ist dann jahrelang hinter mir beim Schreibtisch gelegen und irgendwann hat es den richtigen Moment gegeben und ich habe es verwirklichen können. Und das ist eine besondere Freude für mich als Kärntner, die älteste Musik aus Kärnten, diese Matthäus-Passion von Johannes Herold, 1594 in Klagenfurt komponiert, morgen Abend in Friesach in der ältesten Stadt aufführen zu können. Johannes Herold stammte aus Jena, kam erst 1593 nach Klagenfurt, wo gerade eine Hochblüte der Künste entstand. Er war Kantor in der Stadtpfarrkirche St. Egid und Lehrer an der Ständischen Schule. Für seine Kompositionen standen dem Musiker, wie damals üblich, keine Frauenstimmen zur Verfügung. Die Frauen waren ja leider aus dem liturgischen Kontext völlig ausgeschlossen. Als Aufführende, also singen durften nur Männer bzw. Knaben. Und die Knaben wurden eben in den Kantoreien ausgebildet und die hatten ein hervorragendes Niveau, wie man an dieser Matthäus-Passion erkennen kann. Das ist wirklich komplexe Musik auf höchstem Niveau, wage ich zu behaupten. Die Matthäus-Passion von Johannes Herold ist ein kurzes Werk. Deshalb bringt man noch eine zweite Komposition zur Aufführung, eine Johannes-Passion des Katholiken Teodoro Clinio, der ein Zeitgenosse Herolds war und damals im Veneto wirkte. Das Ensemble Triagonale hat sich also besonders alter Musik angenommen, die kaum zu hören ist in Kärnten. Die Matthäus-Passion von Herold wurde vor ca. 30 Jahren, 35 Jahren einmal aufgeführt. Geführt in Klagenfurt und danach nicht mehr. Der Grund liegt wahrscheinlich darin, dass es einfach ein sehr schwieriges Werk ist, sehr komplexes Werk, was für einen Chor fast nicht singbar ist. Es wurde ja auch nicht für Chor konzipiert, sondern für ganz klein besetzte Ensembles, 2 bis 3 pro Stimme maximal. Und zur Johannes-Passion von Clinio, die ist noch nicht aufgeführt worden, weil sie einfach noch niemand gefunden hat und Yolando Scarpa, mein lieber Freund, hat die ausgegraben. Es gibt da sehr, sehr viel Musik, was noch nicht ausgegraben wurde. Und wunderbare Musik. Und da wird man noch viel hören. Das älteste erhaltene Musikwerk, das in Kärnten geschrieben und in Druck erschienen ist, wird heute und morgen vom Ensemble Triagonale aufgeführt. Angelika Benke war das für Radio Kärnten.